Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen zum dritten Adventsvideo. Die Vorfreude zu Weihnachten steigt. I can feel it. Zu unserer Weihnachtsgeschichte, die dritte. Und lasst mich euch sagen, die hat's echt in sich. Ich habe die wieder aus dem Englischen übersetzt. Wie immer lasse ich den Link dazu unten. Und ich habe wirklich ein paar Sachen weggelassen, die zu bildlich beschrieben wurden. Falls ihr sie nachlesen wollt, dürft ihr das gerne tun. Ich dachte, ich bleibe ein bisschen kinderfreundlich. Let's go! Unsere Geschichte heißt das Weihnachtsgeschenk. Ich mache das so kurz und klar wie möglich. Wenn du ein Weihnachtsgeschenk nach Weihnachten unter deinem Baum findest, welches du dort nicht hingelegt hast, ruf die Polizei. Verlasse sofort das Haus. Und was auch immer du tust, öffne nicht das Geschenk. Ich wohnte mit meiner Frau und meinen zwei kleinen Jungs in Melbourne, Australien. Meine Frau kommt ursprünglich daher und die meisten Familienmitglieder wohnen höchstens eine Stunde von uns entfernt. An Weihnachten haben wir gewöhnlich viele Geschenke unterm Baum. Geschenke von mir und meiner Frau, Geschenke von den Großeltern, Geschenke der Jungs. Alle liegen dort. Deswegen waren wir letztes Weihnachten nicht in Sorge, als wir ein Geschenk vorfanden, das weder meine Frau noch ich dorthin gelegt hatten. Es hätte von einem unserer Eltern sein können, als sie zu Besuch am Weihnachtsabend da waren. Es könnte von einem der Jungs sein. Es hätte von so vielen Leuten sein können. Und wir dachten nicht weiter darüber nach. Es war an niemanden adressiert. Und so entschieden wir, es erst zu öffnen, wenn wir wussten, von wem das Geschenk kam. Als ich am 26. aufstand, um Kaffee zu machen, war es das letzte Geschenk unterm Baum. Es war eine kleine Box, verpackt in leuchtend rotem Geschenkpapier. Eine kleine grüne Schleife war darauf und es sah alles sehr perfekt verpackt aus. Aber als ich diesen Morgen ins Zimmer kam, merkte ich, dass etwas mit diesem Geschenk nicht stimmte. Aber ich wusste nicht, was es war. Später stellte ich fest, dass das Geschenkpapier am Abend zuvor grün gewesen war, und noch eine Weile später bemerkte ich, dass das rote Papier um das Geschenk herum auf dem Boden verteilt war. Den Tag über spielten die Kinder mit ihren neuen Weihnachtsgeschenken und Maria rief einige Verwandte an und fragte, ob einer von ihnen ein kleines rotes Geschenk unter unserem Baum gelassen hatte. Als der Tag voranschritt und wir das Geschenk immer noch niemandem zuordnen konnten, waren wir ein wenig verwirrt. Wir waren nicht besorgt, nur verwirrt. Es gab keine Zeichen von einem Einbruch oder einem gewaltsamen Eindringen der Wohnung, aber das Geschenk musste irgendwo herkommen. Maria und ich verbrachten den ganzen Tag damit, es herauszufinden, und als die Nacht schließlich hereinbrach, waren wir mental ziemlich erschöpft. Wir brachten die Kinder zu Bett und gingen selbst schlafen. Ich habe für gewöhnlich einen sehr tiefen Schlaf. Aber irgendetwas weckte mich diese Nacht. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Geräusch war oder ich einfach zu viel Kaffee getrunken hatte, aber um 2 Uhr war ich hellwach. Ich hatte einen trockenen Mund und so schlüpfte ich in meine Hausschuhe, vorsichtig, um Maria nicht zu wecken, die neben mir schlief. Ich ging vom Schlafzimmer in die Küche und rutschte fast auf etwas verschüttetem Wasser aus. Leise fluchte ich, machte das Küchenlicht an und goss mir ein Glas Wasser ein. Ich stand dort einige Minuten in absoluter Stille und trank mein Wasser, als ich mich gegen die Küchenzeile lehnte. In Gedanken war ich bei unserer Reise. Wir würden über Silvester nach Japan fliegen. Als ich das Wasser ausgetrunken hatte, stellte ich das Glas in die Spüle und drehte mich um, um das Licht auszuschalten. Ich schaute in den dunklen Flur, der mit dem Wohnzimmer verbunden war, und das war der Moment, in dem ich erstarrte. Von dort aus, wo ich stand, hatte ich direkten Blick zu unserem Weihnachtsbaum und sah, dass das mysteriöse Geschenk geöffnet worden war. Und das, auf dem ich fast ausgerutscht wäre, war nicht wie gedacht Wasser. Es war ein Fluss aus leuchtend rotem Blut, das von dem geöffneten Geschenk zu den Schlafzimmern führte. Mein Körper erstarrte und ich war in Schock für ein paar Minuten, aber ich reagierte schnell. Ich schnappte mir das größte Küchenmesser, das wir hatten, und schlich durch den Flur, um kein Geräusch zu machen. Mein Herz raste, als ich dem Blut folgte. Ich erstarrte ein weiteres Mal, als ich realisierte, dass es ins Schlafzimmer der Jungs führte. Ich stand vor der Türe für einen Moment, versuchte den Mut zu fassen für was auch immer mich dort in der Dunkelheit erwartete. Dann sprang ich los, rannte in den Raum und schaltete blitzschnell das Licht an. Ich hatte versucht, mich darauf vorzubereiten, doch das, was ich sah, ließ mir das Messer aus der Hand gleiten, in vollkommenem Horror gefangen. Meine Jungs hatten dieselben Betten, eins auf jeder Seite des Raumes. Mika, der Älteste, war auf der linken Seite und Jamie, der ein Jahr jünger war, war auf der rechten Seite. Ich sah zuerst Mika, schlafend und in seine Decke gehüllt, aber als ich zu Jamie blickte, drehte sich mir der Magen um. Seine Decke war auf den Boden geworfen worden und er lag starr in einer unnatürlichen Pose auf seiner Matratze. Seine Gliedmaßen waren so nach hinten gebeugt, wie es nicht hätte möglich sein sollen. Seine Augen waren offen und starrten an die Decke. Das ganze Bett war in Blut getaucht. An seinem Hals war das abscheulichste Wesen, was ich jemals gesehen hatte.
Es war eine Mischung aus Blutegel und Schnecke, aber riesig. Es war schleimig und dunkelgrün. Das Wesen hatte Jamie getötet und ernährte sich nun von seinem Blut. Für einen Moment war ich nicht in der Lage, mich zu bewegen. Ich konnte nicht wegsehen. Ich war in Schock und stolperte zurück ins Wohnzimmer. Ich wusste, ich musste die Polizei rufen, doch in meinem Schock konnte ich nur an eins denken. Ich musste das Geschenk checken. Es war etwas in dem Geschenk, was ich nicht identifizieren konnte. Doch die Polizei stellte später fest, dass es sich um eine abgetrennte Hand handelte. Sie war in der Box gewesen, um diese Kreatur zu füttern, als diese versiegelt worden war. Als ich mich bückte, um das Geschenk anzusehen, sah ich ein kleines Stück weißes Papier, das völlig unberührt von all dem Blut war. Mit zitternden Händen nahm ich es hoch. Ich war fast nicht in der Lage, die Worte zu lesen, die dort standen. Das ist das Geschenk, das jeden erwartet, der auf der Liste der Ungezogenen steht. Lass es eine Warnung für euch alle sein. Fröhliche Weihnachten. Das war diese Geschichte für den dritten Advent. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Ich lade jeden Freitag um 18 Uhr ein Video hoch und manchmal auch dienstags, wenn ich mich danach fühle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. It's so cold outside, I'm alone.